Allerherzlichstens willkommen zur ersten Runde. Was haben wir denn hier für eine Hand? Ein getapptes Gate am Anfang. Runde 2 Sorrow vom Hybrid oder Fairy Duelist. Sehr wahrscheinlich Hybrid. Runde 3 Jaya Engineer und dann, ja, dann geht's los mit den Fettis. Genauso wie wir es geplant haben. So, mal schauen, gegen was für eine Gilde wir nun spielen. Azorius, Orzhov, Mono Weiß. Hero of Precinct One. Gut, der ist ziemlich mächtig, ne? In den greife ich dann mal auf jeden Fall an, aber ich gehe mal davon aus, der Gegner wird hier nicht blocken. Aber gut, wir haben eine Menge Action ab nächster Runde. Wir haben nicht nur Ranton, sondern jetzt auch noch Guardian und Crab nachgezogen. Also wir sollten hier hoffentlich den Gegner überrennen mit unseren starken Karten. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach schon mal mit dem Ranthorn an. Alternativen gibt es hier nicht wirklich, nee. Aber ich würde jetzt auch nicht mit dem Renthorn mit Haste angreifen. Von daher es gibt keine Möglichkeit, Crab auszuspielen und Brawl offen zu lassen. Von daher greife ich erstmal Sorrow vom Hybrid an. Falls hier irgendwelche Quatsch passiert, kann ich noch intervenieren. Wenn nicht, dann einfach Renthorn raus als 5-5er. Das Gute ist, also normalerweise wäre echt die Überlegung gegen Hero, weil der 1-1er macht, ob man nicht lieber tatsächlich 4-4er Haste ausspielt. In diesem Fall aber nicht, da wir Trollbred Guardian haben, der uns eben ermöglicht, dass wir dass unsere Kreaturen mit plus 1 Countern zu dick für den Gegner sind. So, jetzt haben wir 6 Mana. Das heißt, wir könnten Shark-to-Crab und Fairy Duelist ausspielen, was mir gut gefällt. Oder einfach den Sorrow from Hybrid riesig machen und für 11 angreifen, ist auch ziemlich krass. Aber ein bisschen noch weiter aufs Board zu gehen. Bis dass der Gegner dann irgendwie vielleicht denkt, dass er irgendwie stabilisieren kann. Das gefällt mir gut. Gegner jetzt hier auf jeden Fall den Trade anbieten. Nicht einfach nur vorher mit Titanic Brawl den Hero ausschalten. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ja, und der Gegner ist fertig. Unser Deck hat jetzt genauso funktioniert. Also schöne erste Runde, um zu zeigen, was das Deck hier soll. Wir haben halt unseren Jaya Engineer gezogen, unsere guten Fetties. Das war nicht knapp. Und nochmal eine gute Gelegenheit, um zu sagen, warum Ill-Gotten Inheritance nicht immer gut ist. Also haben wir hier gesehen, Ill-Gotten Inheritance hat gar nichts gebracht. Der Gegner hätte für 4 Mana lieber eine Kreatur ausspielen sollen, die wäre wesentlich effektiver gewesen. Auch wenn dies halt vermutlich nicht gebracht hat, hätte. Dafür war unsere Kurve on the play auch einfach zu stark. Gut, hat funktioniert. Gehen wir weiter in die nächste Runde. Bis gleich. So, herzlich willkommen zur zweiten Runde. Und hier haben wir ein kleines Problem. Wir können nichts ausspielen hiermit. Wir haben allerdings zwei unserer stärksten Karten auf der Hand, die aber erst dann in Runde 4 und 5 respektive aufs Schlachtfeld kommen können. Titanic Brawl und Security Critics machen aber nichts bis dahin. Ich behalte die Hand aber, denn ich gehe nicht gerne die Karte runter, wie Zuschauer dieses Kanals wissen. Und ja, ne? Irgendwie funktioniert es immer. Ungerechtfertigterweise hier belohnt worden. Sollen wir den einfach töten? Sollen wir einfach traden mit dem? Wir haben einen Mana für den Charmander bezahlt. Das ist nicht furchtbar für uns. Ich glaube, wir machen das. Wir schneiden damit den Gegner vom Spectacle ab. Natürlich gefällt mir das jetzt nicht super gut, hier meinen potenziellen 5-5er-Flieger für einen 1-1er-Spectacle
zu tauschen, den man noch Mana reinstecken muss, damit er angreifen kann später. Aber ganz ehrlich, bis jetzt scheint es sich ja gelohnt zu haben. Der Gegner konnte nicht hinterherlegen und jetzt profitieren wir von unserer Hand, indem wir unseren gewaltigen Shaktocrab ausspielen. Der Gegner für 3 Mana? Ah, okay, anders hätte ich es impressed. Die wird nicht so häufig gespielt, deswegen hatte ich die nicht auf dem Schirm. Aber das ist natürlich eine Karte, die hier gut kommt. Gegen unser Deck. Ja, hoffen wir, dass der Gegner nicht noch eins hat. Ansonsten dürfte der ziemlich schnell sterben gegen diesen 7-7 Trampler. Na, verdammt. Ich wollte gerne noch ein grünes ziehen, hätte ich Hybrid ausspielen und Guardian dingsen können. Ah, egal, dann greife ich einfach nur für 5 an und. Boah, mach hier irgendwelche Stops hin, das will ich nicht. Für, wegen Discard lasse ich Island auf meiner Hand. Okay, jetzt müsste doch mal irgendeine Kreatur kommen. Rakdos Firewind. Okay, super stark hier, klar. Nicht schlecht, ja. Schade, ne? Da hätten wir wohl lieber gepumpt. Aber was willst du machen? Wir gehen hier aufs Beatdown und wir haben selber Titanic Brawl offen. Das heißt, gegen Removal ist unsere Lage schlecht. Wenn der Gegner jetzt zum Beispiel Get the Point hat mit 5 Mana. Gegen irgendwelche Kreaturen, super. Können wir Ende des Zuges einfach hier den Firewheeler zum Beispiel fighten. Und dann haben wir noch unseren 7-7 Trampler, der den Gegner ziemlich schnell tötet. Wir hoffen, der Gegner spielt jetzt noch irgendeine 4-4er, 5-5er Kreatur. Funktioniert, ja. Perfekt. Das heißt, der Gegner muss noch nicht jumpen, aber wird vielleicht versucht sein, das zu tun. Nur jetzt haben wir überhaupt keine Action mehr. Leider fast nur Länder nachgezogen. Aber jetzt haben wir den Gegner genau da, wo wir ihn haben wollen. Wenn wir jetzt einen von unseren roten Sources spielen, können wir den Gegner töten. Deswegen haben wir Skewer Critics im Deck. Für solche Situationen. Aber der Gegner muss ja jetzt auch erstmal 5 Toughness aufs Board bringen. Das zählt als 2, weil er noch ein Leben dazu bekommt. Beziehungsweise 4, das reicht noch nicht. Wenn der Gegner nur blockt und pumpt, dann ist er tot. Braucht noch mehr hier. Pump Spell oder sowas würde vielleicht funktionieren. Zumindest zum Überleben. Das reicht nicht. Storm Strike noch. Storm Strike reicht zum Überleben. Supi. Ja, okay, das hat ja mal geschnurrt. Wieder. Obwohl wir ein bisschen Probleme hatten, weil wir zu viele Länder nachgezogen haben. Aber ja, ist doch auch nochmal gut zu sehen. Klar, uns hat jetzt das rote Mana gefehlt. Selbst wenn wir das gezogen hätten, ist das ein getapptes Land. Das hätte also noch 2 Runden gedauert, aber trotzdem nochmal zu sehen, okay, sowas kann auch wirklich vorkommen. Aber was wir auch nochmal gesehen haben, auch wenn ich es umsonst ins Deck packen genannt habe, ist es nicht wirklich umsonst. Es kostet uns manchmal Tempo. Tempo. Dass wir das halt nicht direkt ausspielen können, weil uns das Guildgate fehlt oder so. Oder andererseits kann es uns auch das Tempo kosten, dass das getappt reinkommt. Also das ist die Frage, ist uns das den Tempoverlust überhaupt wert oder wollen wir nicht lieber irgendwie so ein Growth Spiral reinballern? Noch was in, aber in Runde 2 haben wir eben eigentlich immer was zu tun, irgendwie.
Und alle anderen Optionen sehen so schlecht aus. Regenesis wäre okay, aber eigentlich wollen wir gar nicht. Das ist nicht wirklich unser Deckplan. Also wir sind ja kein Grindy-Deck. Das ist, wir versuchen eigentlich eben durch Tempo zu gewinnen. Bin mir unsicher. Ich denke mal, ich lasse es noch so. Ich denke mal, es wird die Nachteile, die wir jetzt gerade auch gesehen haben, die werden schon mehr als ausgewogen durch die Vorteile von Security Critics hier. Aber wie gesagt, bin da auch mal auf differenzierte Meinungen von eventuellen Zuschauern des Drafts auch gespannt, wie das da eingeschätzt wird, ob man sowas machen sollte oder nicht. Ich neige vielleicht ein bisschen zu häufig, ich weiß, seitdem ich angefangen habe zu draften, neige ich dazu, halt Removal dazu zu splashen, auch welchen, der jetzt nicht Premium ist. Also Skewer ist schon irgendwie Premium, aber ich sag mal, ich habe auch schon schlechteren gesplashed. Ja, sieht solide aus. Gesagt, wieder hier ein bisschen Tempo weg, aber das können wir durch Giant Engineer wieder reinholen. So, dann Azorius. Spannend, spannend. Quench könnte kommen, aber das stört uns nicht so sehr, wenn Giant Engineer gequencht wird. Hier kann auch jetzt einfach Removal Summary Judgment gegen Terramander kommen, was mich aber auch nicht stört. Das dauert eh noch ewig, bis der riesig wird und da ist der Gegner herzlich eingeladen dazu, den zu töten. Aha. Okay, können wir hier das High Alert Deck erasen, ist die Frage. Mal sehen. Nächste Runde können wir Terror. Nee, noch nicht ganz, ne? Da können wir noch nicht ganz pumpen. Aber Shark to Crab. Okay, kein Problem. Haben immer noch sehr viel Zeit. Dann können wir auch genauso gut einfach Senate Griffin ausspielen. Ach, da hätte ich zuerst das Island ausspielen sollen. Fairy Duelist ist hier nicht stark genug, leider. Auch wenn es mir gefällt, gegen Flieger vom Gegner, da sich das hier ja tatsächlich auch in die Luft zu verlagern scheint. Weiß nicht, Highlight könnte stark genug sein. Wenn so ein Azorius-Deck richtig stabilisieren kann, dann. Das war ein Fehler vom Gegner. Der hätte aber sehen müssen, dass wir hier in der Lage dazu sind, Terramander zu pumpen. Aber vielleicht hat er es auch gesehen und hat nur irgendwelche anderen Pläne damit. Summary Judgment jetzt gegen den Terramander würde mich etwas traurig machen. Ich hätte übrigens letzte Runde auf jeden Fall erst angreifen sollen. Der Gegner hatte kein Mana offen und vielleicht, da er ja irgendwie das zu vergessen haben schien, ist Terramander noch adapted, hätte er auch vielleicht geblockt. Unwahrscheinlich, aber es wäre es wert gewesen. Das ist jetzt aber wieder blöd, ne? Obwohl auf der. Ach ja, perfekt. Ja, supi. Dann versuchen wir mal hier den Blowout zu generieren, indem wir angreifen mit Terramander. Der Gegner hat zwei Mana auf. Und pausiert. Das heißt, sollen wir damit rechnen, dass hier was kommt? Was könnte denn kommen für zwei Weiße? Summary Judgment würde letztlich dazu führen. Ah, ich wage es mal. Probieren wir es mal aus. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu hohes Risiko hier an der Stelle. Aber das Problem ist halt, gegen Azorius sind wir nicht wirklich aufgestellt im Late Game. Wir sind eher auf Tempo ausgelegt. Wir müssen versuchen, jetzt den Schaden durchzubekommen und das Board vom Gegner niedrig zu halten.
Ist das gut genug? Träumchen wäre natürlich, wenn der Gegner mir hier Schachdukörper auf die Hand schickt, aber das geht natürlich nicht mit zwei Weißen. Okay, der risikoreiche Spielzug hat sich gelohnt. Der Gegner hatte offensichtlich keine Möglichkeit, hier für zwei Weiße fertig zu werden mit der Situation. Und wenn du nicht mit der Situation fertig wirst, dann macht die Situation dich fertig. Ja, super. Also, bis jetzt kann man nichts sagen, ne? Solide durchmarschiert. Das kann noch anders kommen. Wir waren jetzt auch, wir hatten auch Glück, muss ich sagen. Wie gesagt, gegen so ein Azorius-Deck mit gutem Removal, richtiges Control-Deck mit Life-Gain, da kann ich durchaus sehen, wie wir da auch deutlich verlieren. Und bis jetzt hat noch alles geklappt. Also drücken wir mal die Daumen, versuchen unser Bestes zu geben, noch ein paar Wins abzustauben und gehen in die nächste Runde. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Die vierte Runde am Start. Und hier die Hand können wir behalten. Und das genau deshalb, weil wir Silhana Wayfinder in unser Deck gepackt haben. Eine von den Situationen, wo der wieder richtig scheinen kann. Denn wenn wir jetzt keinen Mana nachziehen, vor allem kein blaues Land, keine Insel, dann kann uns Silhana Wayfinder genau das raussuchen von unseren obersten Karten. Und selbst wenn nicht, werde ich hier trotzdem ein Land oben drauf legen. Denn wir haben hier schon 4 Mana-Spell. Ein Mana nächste Runde zu ziehen ist gut für uns. Okay. Und hier das Quench macht uns nicht so unglücklich, wie wenn wir nicht schon das Island vorher gezogen hätten. Also alles gut hier. Hybrid, Skewer, Combine. Oh, ich denke mal, wir holen unseren Combine Guildmage hier raus. Vielleicht resolvet er sowieso nicht. Scheint ja ein counterfreudiger Gegner zu sein, aber der kann gern unsere ganzen günstigen Kreaturen wegcountern, solange er dann nachher nichts mehr hat. Auch hier haue ich gerne meinen 4-4er raus. Der Gegner muss irgendwann aufhören, Quenches zu haben. Okay, gut. Also wir hoffen jetzt wirklich auf nicht mehr Kreaturen-Removal. Wir müssen aber damit rechnen, dass es Azorius, da wird noch mehr Kreaturen-Removal da sein. Am liebsten würden wir Kreaturen vom Gegner selber sehen. Das wäre am besten für uns. Aber mehr Counter und Removal wäre ungünstig. Ja, da können wir nichts machen. Oh. Ach, das war ja übel. Terramander und Trollbread sind weg. Ja, aber steckst du nicht dahinter. Hoffen wir, dass der Gegner eine Kreatur ausspielt, einen Chillbringer oder sowas. Ja, das wollen wir haben. So soll das sein. Der verlangsamt uns jetzt okay, aber an sich ist der gut für uns. Wollen wir einen Brawl ausgeben, um den direkt loszuwerden? Wahrscheinlich schon, um Mana effizient zu sein. Ich bin nicht so ganz glücklich damit, weil man das halt auch wirklich benutzen kann, den Gegner nochmal gut reinzulegen. Jetzt fehlt uns wieder das Mana. Die Threats. Aber das war ja meine Befürchtung, ne? Gegen eben so ein Azorius-Deck, das gut stabilisiert, dann vielleicht noch ein bisschen Life-Gain und sowas rausbekommt, da kann es problematisch werden. Aber ansonsten alles gut. Kriegen zumindest schon mal den zweite Portion Schaden rein. Der Gegner virtuell nicht auf 12, sondern auf 9, weil wir Secure the Critics in der Hand haben. Natürlich gegen einen 2-5er Blocker spielen wir Rampaging Rendhorn als 5-5er aus. Und ja, theoretisch können wir den Gegner nächste Runde töten. Aber natürlich unwahrscheinlich. Wir hoffen auf einen weiteren Blocker, am liebsten ohne Hexproof, damit wir Code of Constraint hierfür gute Ergebnisse weiter benutzen können. Aber kann auch sein, dass das nicht funktioniert. Gut.
Hier Angriff mit Rendhorn. Ich habe leider keine Tricks auf der Hand, die ich sinnvoll benutzen kann, aber habe hier keine Wahl. Hast du noch einen Counter? Gerne gegen Jar Engineer. Bitte benutze deinen Counter gegen Jar Engineer. Komm schon. Okay, ich ziehe es zurück, bitte doch nicht. Oh Mann. Das ist ja jetzt das Schlimmste, was passieren konnte. Mann. 3-6 gegen 5-5. Wäre einmal die Gelegenheit, wo so ein Pump-Spell für uns richtig gut wäre. Aber das ist ausgerechnet Homunculus, der sonst auch nicht so gut ist. Und gegen den wir jetzt auch unser Code nicht einsetzen können. Also, naja. Manchmal kommt das halt vor. Gegner ist immer noch niedrig und einmal mit einer mit einem 5 oder 4 Power-Kreatur reinkommen, reicht uns aus, um zu gewinnen. Ach, hier müssen wir das Geduldsspielchen spielen. Leider, leider, leider. Hexproof bringt uns gerade total raus. Gegner sammelt vermutlich weitere Counter in der Hand. Zumindest ist das meine Befürchtung. Würden ja viel lieber ein paar proaktivere Spielzüge jetzt sehen vom Gegner, wo wir Frilled Mystic einsetzen können. Gegen die wir. Ein Sorrow vom Hybrid zu ziehen wäre, glaube ich, jetzt das Liebste. Dann könnten wir den ausspielen und sowohl Frilled Mystic als auch die Pumpmöglichkeit von ihm offen lassen. Wenn wir nur Länder ziehen, dann passiert natürlich nichts. Jetzt befürchte ich langsam, dass es zu knapp wird. Der Gegner hat zu viele Karten auf der Hand. Ja, na. Mann, das wird haarig, das sage ich euch. Ich denke mal, mit genau Sorrowform Hybrid fühle ich mich immer noch wohl, obwohl es jetzt schon mir immer wahrscheinlicher vorkommt, dass der Gegner vielleicht sogar zwei Counter auf der Hand behält. Was willst du machen? Das lohnt sich für mich, da die beiden Kreaturen rausbekommen, heißt, ich kann nächste Runde angreifen. Da ist das zweite Thought Graben, das habe ich gerechnet. Ach, natürlich. Alle Karten, die ich haben will, landen in meinem Friedhof. Noch ein Rendhorn wäre super. Noch ein Terramander wäre super. Noch ein Sorrowform wäre super. Oh. Ich glaube, wir haben noch einen Sorrowform Hybrid übrig. Ansonsten weiß ich nicht wirklich, wie. Und ob wir dieses Spiel noch gewinnen können. Aber dann muss man vielleicht einfach sagen, Good Beats vom Gegner. Ja, Angriff, ne? Wenn der Gegner hier einen Doppelblock machen will. Können wir mit Code of Constraint was ausrichten, wenn der Gegner einfach nur blocken will? Gut. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden, Code of Constraint oder Skewer. Ich glaube, wir brauchen Skewer, um noch irgendwie durchkommen zu können. Das heißt, wir nehmen hier Code of Constraint gegen Azorius Skyguard. Arrest is Admonition. Okay. Wir müssen auch nur 4 Schaden durchbekommen. Wenn wir das jetzt irgendwie hindeichseln können. Dieser verdammte Homunculus, ne? Zumindest hat der Gegner bis jetzt kein Live-Gain gehabt. Okay. Das bedeutet vermutlich, dass der Gegner einen Counter auf der Hand behält, wenn er angreift mit Homunculus. Ich repräsentiere mal einen Counter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Gegner so. Oh,
noch ein erstes Capture. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, haben dem Gegner einfach nicht genug Druck hinterhergesetzt. Naja, ich weiß nicht, mit noch einem Rantorn. Ne, haben wir gar nicht mehr, ne? Wir haben zwei Rantorns, die sind beide weg. Die Terramanas sind beide weg. Trollbird Guardian ist weg. Zwei Sorrowform Hybrid has Steeple Creeper. Also als Option, um durchzukommen, haben wir... Ah, Sharktocrab haben wir noch. Gut, gut, gut. Ja, Sharktocrab und Sorrowform Hybrid. Gut zu wissen. Admonition brauchen wir eventuell, um den Schaden durchzubekommen. Brauchen wir das? Hm. Na, ich lasse den Gegner hier gerne austappen und finde schon mal meine Kreatur, die ich suche. Einfach weil Skyguard so teuer ist, aber genau, Sharktocrab war nämlich jene Kreatur, die ich gesucht habe. Aber unwahrscheinlich, der kann eben auch nicht besonders gut in Homunculus angreifen, aber so richtig eine Wahl haben wir nicht. Wenn der Gegner das countert, ich glaube, dann ist mal ganz klar Game Over hier. Hier hätte der Gegner das vermutlich aber sein lassen sollen, den Angriff. Der gewinnt ja nicht wegen den Schadenspunkten, sondern weil der uns so kontrolliert. Aber wenn er einen Counter hat sowieso, dann war es auch richtig. Wenn der Gegner keinen Counter hat, dann hätte ich an seiner Stelle nicht angegriffen. Ist einfach nicht notwendig. Ich verliere so klar 5 Karten auf der Bibliothek. Also was soll man da machen? Sagt, irgendwie 4 Schaden durchbekommen. Ist klar, dass wir es können. Ja, den hätte ich sowieso getappt, ne? Wir tappen Gateway Sneak weg. Wir wollen nicht noch mehr, dass jeder noch mehr Karten zieht. Stattdessen wollen wir angreifen und einfach mal schauen, ob der Gegner hier blockt oder nicht. Vielleicht macht er einen Fehler, blockt nicht. Ich meine, er hat den Homunculus dafür zurückgelassen, aber vielleicht bekommt er ja doch auf einmal Schiss vor einem Combat Trick. Das ist unsere Hoffnung. Leider 3 Power vom Standard Griffin nicht ganz stark genug hier an der. Nur 2 Power stimmt wegen Skyguard. Nicht wirklich stark genug, aber was soll's. So, wir haben jetzt noch 3 Karten. Eine davon ist Sorrowform Hybrid, der uns irgendwie retten könnte. Oder Titanic Brawl. Räumen wir den mal aus dem Weg. Machen 3 Schaden in der Luft hoffentlich, wenn alles glatt läuft. Vielleicht hat der Gegner nur Länder auf der Hand, hä? Okay, Arrest is Admonition. Ist gar nicht so wild. Können wir immer noch Sharktocrab nochmal ausspielen, es sei denn, der Gegner hat wieder einen Counter. Wenn der Gegner einen Counter hat, sind wir eh tot. Und dann nochmal für 2 in der Luft angreifen. Hey, wir können damit gewinnen. Wenn wir diese 2 Schaden durchbekommen, Freunde, dann könnten wir gewinnen. Überlegt euch das mal. Oh, 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 und? Sollen wir es probieren? Oder nicht? Der Gegner pausiert. Der Gegner kann etwas tun. Probieren wir es. Die Post-Deploy macht uns fertig, ein Counter macht uns fertig.
ich sehe nicht, warum ich hier den zurückhalten sollte. Und den Gegner noch. Ich will dem Gegner nicht noch einen Draw geben, ist die Sache. Und ich sehe nicht, dass der Gegner hier austappt in nächster Zeit, dass wir auf eine günstigere Gelegenheit warten können. Der Grund, warum ich so rede, ist, ich will mich wirklich nur vergewissern, dass das jetzt unsere Chance ist, zu gewinnen. Und dass wir ziemlich mit, also eine noch geringere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen, wenn wir den Gegner jetzt enttappen lassen und den zurückhalten. Ich denke mal, es ist so. Wir haben selber keinen Counter, mit dem wir, auf den wir warten könnten. Deshalb entweder jetzt oder nie. Das war so ziemlich das Schlimmste, was der Gegner haben konnte. Aber ey, gut, Beats, der hat den ja offensichtlich zurückgehalten, bis wir was Relevantes spielen. Das haben wir gemacht und der Gegner hat den Counter und fertig. Gut gespielt, wirklich. War solide, war auch spannend. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich Spaß gehabt. Das hier war, ne, da musste man viel überlegen, was kann ich noch machen, wie kann ich strategisch darauf hinarbeiten, zu gewinnen, auch wenn ich schlechte Karten im Late Game gegen Azorius habe, das uns am Anfang vom Spiel sehr oft gecountert hat und removed hat und sowas, sehr viele One-for-One spielen, unsere Threats nach und nach loswerden, bis wir nicht mehr in der Lage dazu sind, durchzukommen. So, und das Cure hat es jetzt ausgemacht. Also das Cure bzw. Absorb. Tja, oh, das war doch, ich meine, es war eine knappe Angelegenheit. Ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wären wir hoffnungslos unterlegen. Es war relativ ausgeglichen, knapp und spannend dadurch. So erhoffe ich doch mir immer, dass meine Limited Games werden. Also, nehmen wir den Loss doch frohen Mutes noch entgegen, da wir ein gutes Spiel hatten, und bewegen uns ab in die nächste Runde. Bis gleich. Gut, das hier ist eine Medium-Hand, ein bisschen zu viele Länder, aber Silhanna Wayfinder wird uns dabei helfen, weitere Threats zu finden. Und wir haben ja schon genug Länder auf der Hand für Rampaging Renthorn. Von daher hier auch wieder, die Hand wäre signifikant schlechter, wenn Silhanna Wayfinder nicht da drin wäre, da sie dann sehr, sehr hohes Potenzial dazu hätte, halt zu flooden und halt gar nichts im Midgame zu machen. Beziehungsweise erst dann in Runde 5 richtig Board Impact zu schaffen. Und hier durch Silhanna Wayfinder können wir es fast garantieren, dass wir in Runde 3 bzw. 4 was ausspielen können. Das ist ja ein toller Play für Runde 4. Hoffen wir, dass wir für Runde 3 was ordentliches haben, wie zum Beispiel Terramander oder Steeple Creeper. Also von der Kurve her ist Steeple Creeper ja ein Träumchen. Terramander ist aber auch super. Aber da sind wir auch noch weit von entfernt. Ich glaube, Steeple Creeper ist hier tatsächlich besser. Wenn der halt mit vielen Two-Drops vom Gegner tradet, das ist ja immer das Problem an dem. Na, supi. Supi. Okay. Ja, Sivan wollen wir nicht unbedingt, dass der gegen Steeple Creeper tradet. Aber wir können jetzt einfach mit Wayfinder angreifen und Frilled Mystic offen lassen. Und Fairy Duelist. Das wäre ja schon eine Überlegung, hier gleich richtig anzugreifen. Huh? Aber ich denke mal, Fairy Duelist wird uns später auch noch gute Dienste leisten. Während jetzt halt genau das richtige Zeitfenster ist für Frilled Mystic. Und hier lasse ich den Trade auch passieren, nimm nicht den Fairy Duelist, denn der soll eigentlich unseren Steeple Creeper beschützen und wir wollen hier unbedingt Frilled Mystic offen lassen, da der Gegner dazu gezwungen ist, hier aufs Board zu spielen, um Steeple Creeper zu beantworten. Der hat mit vier Power doch schon einiges an Druck ausübt. Tatsächlich hier Haste, normalerweise würde ich das nicht machen, aber so bekommen wir schon 11 Schaden durch und das heißt, der Gegner braucht jetzt praktisch 2
Blocker bzw. zwei Removal Spells oder eine Karte, die mit zwei unserer Kreaturen fertig wird, um überhaupt am Leben zu bleiben. Von daher hier tatsächlich richtig, das einzusetzen und der Gegner ist trotzdem tot. Das ist halt wirklich diese Stärke von Simic, ne? Das haben wir gesehen. Der Gegner, wir haben unseren Two-Drop gegen den Two-Drop vom Gegner getradet, war ungefähr gleichwertig, hat einen Three-Drop auf dem Board. Der Gegner hat mit drei, hat nicht ausgetappt, aber hat halt sich praktisch ausgetappt für einen Blocker. Den haben wir mit Filled Mystic beantwortet und haben einen 3-2er bekommen. 7 Schaden auf dem Board. Nächste Runde, 4-4er Haste, 11 Schaden rein. Und der Gegner war auf 7 und nicht mehr in der Lage dazu, also in Runde 4 zu stabilisieren. Das ist einfach, so eine gewisse Explosivität, die da Simic hat. Ähnlich wie zum Beispiel Izzet in Guilds of Ravnica konnte das auch manchmal so ähnlich spielen. Wenn auch mit ein paar anderen Karten natürlich. Ja, cool. Bis jetzt sehr gut durchmarschiert und hier ist wieder der Punkt gekommen bei 4 Wins, wo wir auf jeden Fall mal im positiven Win-Percentage-Bereich sind. Das heißt über 50% im positiven Bereich, meine Güte. Prozente sind ja immer im positiven Bereich, aber ich meine damit, selbst wenn wir jetzt nur noch verlieren, haben wir 3 Losses gegen 4 Wins. Das ist super. Also, ab in die nächste Runde und hoffentlich zum nächsten Win. Bis gleich. Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Ist die sechste mittlerweile, glaube ich. Und hier haben wir eine Hand, die wir schon wieder behalten können, weil wir Wayfinder haben. Also, dieser Wayfinder. Wie gesagt, besser als er aussieht. Denke ich. Besser als er für mich am Anfang aussah, zumindest. Aber den habe ich wirklich lieben gelernt. Ja, hier können wir nicht den Hybrid nehmen, sondern müssen Island nehmen. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja noch Action mit Mystic, Grandhorn, Griffin auf der Hand. Hier würde ich gerne Code of Constraints cyclen. Der Schaden hier ist nicht so wichtig. Und in der Regel möchtest du es natürlich lieber für einen Two-For-One benutzen, indem du dann hier den Minus-4-Effekt noch nutzt. Aber in diesem Fall wollen wir auch unbedingt unser nächstes Island. Wir brauchen unser viertes Mana für Griffin und Mystic. Und deswegen war es mir ganz wichtig, hier die Karte zu ziehen. So. Wir sind jetzt zwar nur ein kleines bisschen vorne auf dem Board, aber weit genug vorne, dass ich denke, dass wir hier Frilled Mystic offen lassen sollten. Anstatt jetzt Terramander auszuspielen oder Synod Griffin. Ah, perfekt. Wie gesagt, das ist so ein kranker Tempo-Play. Auch wenn der Gegner hier jetzt traden kann. Okay. Da greifen wir auch gerne weiter an. Wir können Terramander und Steeple Creeper ausspielen. Also zu dem Trade ist der Gegner jetzt praktisch gezwungen. Spielt doch selber Simic, der weiß doch, was jetzt hier kommen kann von uns. Natürlich haben wir jetzt leider keinen Sharkdo Crab, aber damit müsste der Gegner ja rechnen. So, und das Gute ist jetzt auch an unserer Boardposition, wenn jetzt irgendwas Großes ausspielt, wahrscheinlich können wir einfach in der Luft angreifen. Na, natürlich nicht, wenn es Mammoth Spider ist. Aber dann spielen wir einfach unser 5-5er Renthorn, der kann dann die Spinne gleich auffressen mit dem Titanic Brawl und dann sind wir wieder gut dabei. Terramander aktuell 7 Mana. Wir haben 5. Okay, wieder noch ein bisschen Tempo, verlangsamt uns noch ein bisschen, aber das ist nicht wild. Versucht selber Schaden durchzubekommen, vielleicht ein bisschen greedy,
Aber okay. Da wir jetzt noch einen Titanic Brawl nachgezogen haben, perfekt, können wir direkt Rhandhorn auf Chillbringer fighten. Wir wollten ja sonst lieber die Spinne haben. Aber das macht uns direkt den Weg wieder frei für weitere Angriffe, dass der Gegner wahrscheinlich nächste Runde Spider zurückhalten muss und wir die dann wieder schön mit Brawl aus dem Weg ballern. Denn der Gegner ist aktuell auf dem Board tot, selbst wenn er Spider zum Blocken zurücklässt. Zwar ziemlich deutlich tot. Da bringt Sharktooth Crab auch nicht genug, ne? Ja, das war's. Und wieder Tempo. Also wir sehen dieses Deck hier, das kann wirklich Spiele sehr schnell beenden. Und dabei ist es jetzt noch nicht mal ein Stimmig-Deck mit einer besonders krassen Kurve. Wir haben ja kaum 3-Drops. Aber die Macht von großen Kreaturen und Tempo ist beachtlich. Ja, ich freue mich. Bis jetzt läuft der Draft ja, wie gesagt, richtig gut. Denn selbst das eine Spiel, was wir verloren haben, war ein richtig gutes Spiel. Das ist ja das Wichtigste, dass man Spaß dran hat. Also, bis gleich beim nächsten Spaß. So, herzlich willkommen in der nächsten Runde. Und hier haben wir eine Hand, mit der wir nicht ganz glücklich sind, aber die wir, denke ich mal, behalten müssen. Da wir immer noch den Hybrid in Runde 2 haben. Und dann einen 4-Drop, den wir mit einem weiteren Land casten können, einen 4-Drop, den wir mit einem weiteren Island casten können und dann 5-Drop auch noch bald. Ja, das sieht doch solide genug aus, dass man diese Hand behalten muss. Na, Twilight Panther sehen wir nicht gerne, der ist gegen unser Deck eklig. Aber was bleibt einem übrig? Das ist also auch auf jeden Fall stark gegen unser Deck. Hier können wir keinen Angriff wagen. Aber wir haben in Runde 3 nichts zu tun. Wir wollen das vierte Land haben. Das heißt ganz klar hier den Oligarch auf die Hand schicken und hoffentlich noch ein Land nachziehen. Wenn nicht, so oder so Angriff. Selbst wenn der Gegner noch ein schwarzes da hätte, würde ich angreifen, denn ich glaube, den Trade mit dem Twilight Panther, den können wir nicht vermeiden. Ja, wir kommen am. Ah doch, wir kommen mit Enraged Theratox sehr gut am Boden durch. Ja doch, dann spielen wir den aus. Ja, offen, dass der Gegner keine Antwort hat, aber Orzhov sollte eine Antwort haben. Ja, und das hier, wie gesagt, ich brauche die ganzen Death-Toucher. Ah, die wollen wir wirklich nicht sehen. Wir müssen hier irgendwie drumherum kommen. Aber ich denke mal, dazu sollten wir in der Lage sein. Wir haben ja auch noch Trollbred Guardian, der uns Trample verschafft. Und an Toughness hat der Gegner ja gar nicht so viel. Also der Plan im Moment für mich ist, erstmal versuchen, durch meinen Theratorg und durch meinen Flieger genug Schaden durchzubekommen, dass Trollbred Guardian dann praktisch unseren Finisher darstellt. Also, jeder kann gerne so viel angreifen, wie er möchte. Wir versuchen hier definitiv zu racen. Könnte Kayas Wrath bedeuten, dass hier, dass er nichts spielt? Was kriegt der Gegner denn, wenn er Kaya's Wrath spielt? 3-1-1er. Hat aber keine Death-Toucher mehr. Das gefällt mir ja ganz gut. Aber der hätte doch Kaya's Wrath gespielt, oder? Anstatt dass er jetzt 7 Schaden nimmt. Bin mir nicht so ganz sicher hier. Erstmal schauen, ob es hier noch irgendwas vom Gegner gibt. Wahrscheinlich Summary Judgment oder eben Crow Test Demise. Wollen wir hiervon noch irgendwas loswerden? Eigentlich nicht. Aber wenn er Crow Test Demise einsetzt, unwahrscheinlich, dass er Kaya's Wrath noch
hat, denn das hätte er ja schon profitabel einsetzen können. Also Frage Terramander für den Druck oder Renthorn. Ja, Renthorn stabilisiert. Es ist ja tatsächlich nicht irrelevant, dass wir hier nicht 6 Schaden pro Runde nehmen, sondern weniger. Ich glaube, dem Gegner ist es einfach egal. Vielleicht hat er auch einen Blade Brand. Aber 6 Schaden sollten wir hier nicht nehmen, meiner Meinung nach. Deswegen ist der Block richtig, auch wenn wir natürlich einen Blade Brand vom Gegner vermuten. Also wirklich, ich will nicht lügen, das ist sehr ungünstig für uns. Aber gut, wenn wir noch einen Renton hinterher schicken können, vielleicht nicht ganz so schlimm. Natürlich auch blöde, dass Soul vom Hybrid hier weder angreift noch blockt. Aber wenn der Enraged Teratalk Plan schief geht, dann brauchen wir den. Für den Throatbred Guardian Plan B. So. Natürlich wäre ein Land auch super gewesen, um Brawl offen zu halten, aber. Hey, keine Chance. Und wir müssen hier auch wieder blocken. Wir müssen hier auch wieder blocken. Der ist ja auch die einzige Hoffnung vom Gegner, dass er hier irgendwie noch ein bisschen Schaden durchsneaken kann. Hat ja vielleicht noch Grasping Thralls im Deck, die ein bisschen Leben dazu bekommen. So Stück für Stück. Ja, 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 genau. So Stück für Stück, Grind für Grind. Das ist... Das ist alls off. Ja, also ich denke mal, wir sind hier richtig gut am Start, wenn wir es hier verhindern können zu sterben. Jetzt mal gerade die Frage. Wenn wir Throatbred Guardian ausspielen, dann haben wir noch Titanic Brawl offen. Und dann ist der Renthorn, hat der Trample. Und der Gegner kann 1, 2, 3, 4, 5 genau Renthorn stoppen, wenn er mit allen Kreaturen blockt. Wenn wir dann aber mit Throatbred Guardian fighten, dann kann Sorrow vom Hybrid ja auch mit angreifen. Das heißt, der Gegner ist tot on board. Bin mir ziemlich sicher, dass der Gegner tot ist. Finden wir es heraus, ob ich recht habe. Ja. Oh nein, ach so, ich muss mit Renthorn fighten. Ja, das ist okay. Ich dachte gerade schon, nein, was habe ich falsch gemacht? Ich muss einfach mit Renthorn kämpfen. Das ist ja kein Ding. So. So. Und das war's. Gute Nacht. Ja. Der Plan ist aufgegangen. Aber gut, dass ich da auf mein bestehendes Wissen zurückgreifen konnte. Ich hatte so Situationen schon. Throatbred Guardian gegen Orzhov. Muss man immer dran denken, Orzhov hat meistens ziemlich wenig Toughness. Also für diese ganzen Death Toucher und sowas. Weil Orzhovs Grundstrategie ist eigentlich Profit durch Trades. Also das ist ja das, was man Grinden nennt. Ne? Also wenn der Gegner eine Kreatur, Orzhov Enforce ist dafür perfektes Beispiel. Ne? 1, 2 Death Touch für 2. Macht dann aber noch einen 1-1er Flieger, wenn er stirbt. Tradet gegen irgendeine fette Kreatur von mir und lässt den Gegner einen 1-1er zurückhaben. Das heißt, Vorteil, Mana-Advantage und ein 1-1er noch, ein 1-1er Flieger noch unten raus. Das ist unterm Strich macht Orzhov immer Profit. So, das ist so. Das passt auch gut zur Story von Orzhov. Das ist ja so eine Religion und Bank in einem. Also, oder wie, man könnte es vielleicht wie ein Casino sehen, ne? So bei diesen Casino-Maschinen, die sind ja so programmiert, dass, ich sag mal, langfristig gesehen die Wahrscheinlichkeit immer auf der Seite vom Haus ist, ne? Das Haus gewinnt immer. Und so ist das Prinzip von Orzhov. Unterm Strich wenn es auch nur ein kleiner Profit ist, aber das summiert sich auf. Und so gewinnt Orzhov. Und wir gewinnen ja durch Punch einfach, ne? Durch Tempo und
dann muss man sich natürlich genau überlegen, wie man da durchkommt mit 1 zu 1. Deswegen habe ich die ganze Zeit diesen Sorrowform Hybrid nicht weggetradet. Es wäre einfach furchtbar gewesen gegen den Oligarch. Klar, wir haben beide nur 2 Mana für die Karten ausgegeben. Aber der Oligarch lässt noch ein 1-1er kommen. Und wir hatten noch diesen Trollbred Guardian, wo es halt super wichtig war, den Trample-Schaden zu haben, denn eben besonders viel Toughness hat Orzhov nicht. Gut, das ist nochmal zur Erklärung auch hier von den Archetypen, weil ich hoffe, das wird ja auch nochmal häufiger zu spielen sein, wenn ihr selber mal Lust habt, das zu spielen. Es lohnt sich ja immer auch ein bisschen was über die Archetypen zu wissen, vor allem in Gildensets, weil die ja immer relativ distinkt sind, ne? Immer sehr, also die haben ja schon sehr klare, die Archetypen sind sehr klar, auch mit ihren Mechaniken und so. Ja, ganz gut zu wissen, gegen was man spielt, was man draften kann. Und ja, ich finde, das hier war auch schon fast ja eine Bilderbuch, ein Bilderbuch-Match von Simic gegen Orzhov. Und wir hätten ja auch sehr leicht verlieren können mit ein bisschen anderen Kombinationen von Draws. Ja, von daher bin ich natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Und jetzt sind wir schon sehr weit vorne. Ha, ein Win oder 2 Losses vom Ende entfernt. Also bewegen wir uns auf die Zielgerade, drückt mir die Daumen, dass was wird, aber ich hoffe fast, dass wir eins verlieren und dann eins gewinnen, damit wir die maximale Anzahl von Spielen rausgeholt haben und die maximale Anzahl von Gems. Das wäre mein Traum. Also drückt mir dafür die Daumen und dann bis gleich. Herzlich willkommen zur vorletzten oder letzten Runde. Wir werden es herausfinden. Mit der Hand werden wir nicht gewinnen. Was uns hier fehlt, ist ein Silhanna Wayfinder, um die Hand behalten zu können, wie zum Beispiel hier. Das wollen wir behalten. Also behalten wir die Hand und schlechteste Karte hier vermutlich Combine Guild Mage, auch wenn es vielleicht nicht ganz so aussieht. Charmander wäre auch eine Überlegung, Trollbred Guardian auch, aber Trollbred Guardian betrachte ich als die beste Karte in unserem Deck. Aber hier ist mal wieder toll. Ey, wir haben es in so vielen Spielen gesehen, wie gut Silhanna Wayfinder einfach sein kann. Jetzt einfach ein Blau oben drauf. Nice. Wir verpassen mal wieder den bekannten, bekannte dritte Runde, da wir nicht wirklich Creature Drops für Runde 3 haben, also nur 2 im ganzen Deck. Aber dann spielen wir halt mal einen Terramander aus in der Lücke. Oder einen anderen True Drop. Also in diesem Fall jetzt natürlich nicht, aber die Sache ist, es ist nicht auch kein tragischer Untergang, wenn man mal nicht so viele 3-Drops hat. Wenn man, solange man dann auch wirklich genug 2-Drops und vielleicht noch ein bisschen 1-Drops hat, kann man das noch halbwegs ausgleichen. Ja, der Gegner hier allerdings setzt mit einer guten Kurve dagegen. Wir können mit 4 Mana leider gar nicht so viel tun, deswegen wollen wir hier nochmal den Tempo-Aspekt nutzen. Eher defensiv auch. Wollen wir hier 2 Schaden machen oder nicht? Wir sind ja schon vorne im Damage Race, aber wenn der Gegner, der spielt auch Gruul. Bin nicht sicher, ob ich hier lieber 2 Schaden machen oder 2 Schaden verhindern will. Ganz unsicher. Was machen wir denn nächste Runde? Eventuell nur einen Terramander ausspielen. Und der Gegner spielt potenziell was Großes aus. Ich denke mal, ganz knappe Entscheidung, aber wir sollten den Wayfinder hier zurücklassen, um den Trade mit dem Sorrowform Hybrid anzudrohen oder irgendwie ein Removal zu provozieren. Ja, das war meine Befürchtung. Großer 4-4er vom Gegner bereitet uns gewaltige Probleme. Glücklicherweise haben wir den Trollbred, also das Mana für den Trollbred Guardian, noch rechtzeitig gezogen. Und hoffen, dass jetzt ein Savage Smash vom Gegner ausbleibt. Savage Smash würde uns vermutlich töten. Ich glaube nicht, dass wir uns davon erholen können. Aber gut, nochmal zu merken, Steeple Creeper kann in diesem Deck nicht fliegen. Das ist einfach nur ein 4-2er. Von daher Wayfinder auch
super guter Trade mit dem, aber noch besser mit Sorrowform Hybrid, denn der wird zum 6-6er. Den können wir gerade so mit dem Trollbread aufhalten. Was können wir erwarten? Stormstrike wäre furchtbar. Für wenn wir. Ne, für wenn der Doppelblock wäre genauso furchtbar wie einfach so zu blocken. Plus 3, plus 3, 7 können wir mit dem Doppelblock auch ausgleichen. Plus 1, plus 0 bringt nichts. Das wird der Gegner nicht haben. Ja, ich denke mal, ist richtig so. Kann sein, dass ich was übersehe. Aber ich glaube, so garantieren wir, dass zumindest ein Trade passiert. Ja, das habe ich mir gedacht. Two for two. Ich meine, wir verlieren unseren Trollbread. Das ist ziemlich furchtbar. Aber da war für mich jetzt keine Option, das nicht zu machen. Oh Gott. Oh nee. Oh, das war das Schlimmste, was einem mit Terramander passieren kann. Und wie viel Schaden kriegen wir dann nächste Runde? 12? Aber wir können nicht doppelblocken mit beiden Terramandern. Wir brauchen den einen zum Pumpen. Yay. Wir haben noch nicht mal genug Mana, um einen aufzupumpen. Das ist eine Katastrophe. Okay. Hier sehen wir jetzt auch nochmal ein Beispiel dazu, wie es halt im schlechten Fall, sag ich mal, passieren kann. Oh Gott. Oh, okay. Wir kriegen also. Oh, tut das weh. 9 Schaden rein. Und können im besten Fall nächste Runde einen 5-5er Flieger generieren, der weder Sorrowform Hybrid noch Trollbread Guardian aufhält. Also ich weiß nicht, wie wir hier noch gewinnen können. Ganz ehrlich. Das tut einfach, tut jede Runde weh. Oh Gott, nein. Shark to Crabs nicht gut genug. Gegner kriegt den zum 7-7er. Wenn wir mit allen den blocken. Gegner greift nächste Runde mit allen an. So, das ist Fakt. Ja, gut, wir müssen den auch ausspielen. Angreifen können wir nicht. Wir müssen wahrscheinlich Jump blocken mit den Terramander. Wir sind auf 8. Och, Gegner sollte, glaube ich, Hybrid einfach pumpen. Weil hier wäre so ein Titanic Brawl optimal. Ja. Ich glaube, wir sind ziemlich klar tot, ne? Nee. Der kann den auf 7 pumpen. Das heißt, wir müssten hier allen Schaden verhindern, was wir nicht können. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, am Leben zu bleiben? Vielleicht so, so und so, weil der Gegner nur einen pumpen kann. Tradet einfach, gibt uns einfach 2 Schaden. Unser ganzes Board ist tot. Freunde, das können wir nicht mehr gewinnen. Das können wir nicht mehr gewinnen. Und ich habe noch drauf gehofft. Und jetzt ärgere ich mich trotzdem darüber, dass wir hier verlieren. Aber es gibt kein, ich bin mir nicht sicher, es kann, gibt hier keine Möglichkeit, hier irgendeinen profitablen Block noch zu machen. Ja. Schicken wir dem Gegner noch ein Good Game hinterher. Ja, das war. Ich meine, wir haben ähnlich kurzen Prozess auch vorher schon mit anderen Decks selber gemacht. Dann braucht man sich nicht beschweren, wenn man auch mal von Gruul ein bisschen überrannt wird. Ja, da sieht man auch mal wieder Vorteil von einer hohen, von einer guten Kreaturenkurve. Unsere ist ja, wie gesagt, etwas Medium dadurch, dass wir, dass uns hier die Kreaturen-Drops fehlen. Wir mussten jetzt zweimal auch Code of Constraint eher defensiv einsetzen, was uns definitiv auch, ja, ich sag mal, nicht so gut gefällt, wie wenn wir verlässlich dafür eine Kreatur ausspielen können. Ist auch was, was ich mir vielleicht nochmal merken sollte. Also ich war jetzt eigentlich immer, ich wäre jetzt immer froher gewesen, fast immer hätte ich hier einen Aeromonculus gehabt. Also Pick Order für Simic, Aeromonculus und dann Code of Constraint. Würde ich jetzt mal behaupten.
Aber es kommt natürlich immer aufs Deck an. Man kann ja nie sagen, das ist so ist das in Magic und nie anders. Das ist Quatsch. Das ist immer ganz kontextabhängig, aber naja. Nochmal Kreaturenkurve. Das war mir eigentlich schon vorher klar. Kreaturenkurve ist schon wichtig für ein Beatdown-Deck, ne? Habe ich ja auch mehrmals betont. Da kommen die Terramanders, weil die halt auch sehr viel kosten, um sie zu pumpen, halt manchmal schlecht. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Terramander über einen Aeromancules genommen. Da wäre ich jetzt im Nachhinein auch froh gewesen. Ich hätte einen Aeromancules. Gut zu merken, nochmal auf den Draft-Prozess zu beziehen, was wir bis jetzt für Erfahrungen gemacht haben in unseren ja durchaus schon 8 Spielen. Dann, ich meine, jetzt ist es zu spät, um was zu ändern, und wir marschieren jetzt schön in die letzte Runde. Und ob wir gewinnen oder verlieren, bin ich trotzdem sehr glücklich mit unserem Draft-Deck, mit unserem Draft. Wir hatten schöne Spiele. Freue mich auf die nächste Runde. Sehr spannend. Hallo, herzlich willkommen in der letzten Runde. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist: Ist das hier eine Gewinnerhand? Definitiv ist es eine interessante Hand. Wir sind on the draw. Und was muss diese Hand jetzt ziehen, um gut zu werden? Also, im Prinzip reicht uns irgendein Land, da wir dann Code of Constraint wieder cyclen können. Natürlich, was wir wollen ist, sagen wir mal, ein Gruul Guildgate in Runde 1, aber ein Forest wäre auch super. In Runde 2 würde auch noch reichen. Und dann können wir uns auf einen Choctaw-Crab hinarbeiten. Also, wir haben aber ein Skewer to Critics auf der Hand, wo wir nicht garantieren können, ob wir das irgendwann spielen können. Bis dahin können wir nur einen Terramander spielen, der halt nicht wirklich blocken kann. Kann dem Gegner ein paar Schaden machen. Aber das ist auch keine sehr aggressive Hand, es sei denn, wir ziehen grün. Also sehr, sehr durchmischt. Aber ganz ehrlich, ich gehe nicht gerne auf 6 Karten runter. Das behalten wir. Wären wir on the play, würde ich wahrscheinlich einen Mulligan nehmen. Aber on the draw würde ich sagen, wahrscheinlich richtig zu behalten. Aber ihr seht, das ist ein ganz knappes Ding. Ich finde, wenn da jemand sagt, ich kann nicht garantieren, dass ich hier genug Impact habe, da möchte ich lieber eine neue Hand ziehen. Wir haben so viele Two-Drops im Deck, wir brauchen eigentlich konsistentes Mana. Finde ich auch sehr vernünftig. Ah, oh, Glück gehabt. Okay. Ich habe gedacht, gegen Gruul entscheidet jetzt vielleicht schon die Tatsache, ob wir ein grünes Mana rechtzeitig ziehen über Gewinnen und Verlieren. Zum Glück haben wir das Grün gezogen, von daher sollten wir ein gutes Game haben gegen den Gegner. Aber mal sehen. Hundertprozentig Trade. Gravelite Goblin ist signifikant besser als Territorial Boar, wenn ihr mich fragt. Ja, nicht viel zu tun hier, war. Code of Constraint nutzen. Ja, um ein bisschen Schaden durchzubekommen. Ich würde es ja lieber als Combat Trick auf der Hand behalten, aber was machen wir? Nächste Runde Choctaw-Crab. Darauf die Runde Choctaw-Crab aktivieren oder Rendhorn. Den werden wir in nächster Zeit nicht als Combat Trick benutzen. Und das ist jetzt vielleicht auch der einzige Grund, warum man das jetzt einfach so machen kann. Ansonsten kein No Way. Aber wir bringen jetzt hier das Tempo vielleicht wieder ein bisschen auf unsere Seite. Ach. Oh. Oh, das tut ri jetzt richtig weh. Hier sehen wir es, den Tempoverlust durchs Guildgate, ne? Boah, wenn das ungetappt käme, das wäre ja grandios. Saratog raus, hält alles vom Gegner auf. Naja, nicht den Wrecker, aber nicht so wild. Hier ist das Problem, wir können nächste Runde, dann nächste Runde nichts ausspielen, aber ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, hier nichts auszuspielen. Also Choctaw-Crab raus und Terramander. Wir können immerhin noch Choctaw-Crab aktivieren. Das ist das, was mich hier ein bisschen beruhigt. Ansonsten wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Wir wollen das Gruul Guildgate so gerne nächste Runde schon zur Verfügung haben. Wir brauchen Doppelgrün für Saratog, Rot für Skewer. Hoffen wir, dass uns der Tempoverlust jetzt hier nicht zu viel kostet.
Gegner möchte racen, da habe ich nichts dagegen. 5 Schaden nehme ich. Ist natürlich manchmal gefährlich gegen Rule, aber ich denke mal hier richtig mit einem einfachen Combat-Trick könnte der Gegner hier schon viel ausrichten. Das wollen wir gerne vermeiden. Und wollen stattdessen lieber selber Beatdown starten. Können wir für 6 angreifen und haben dann nächste Runde Mystic Renthorn. Ja, ich denke mal. Und Sharkto Crab in die Runde vom Gegner zu aktivieren ist stärker als in unserer Runde. Da die Kreatur für eine zusätzliche Runde getappt ist. Von daher ist das auch das Richtige. Hier zu warten und wahrscheinlich einfach den Menace-Typen hier auszuschalten. So. Und dann hoffen wir, dass jetzt diese Tempo, dass wir diesen Tempoverlust gut genug ausgeglichen haben. Gut, der Gegner kann auch für 5 zurück angreifen, aber wir sind vorne im Damage Race. Aber jetzt hier der Tempo-Play reicht. Wir können nächste Runde 5-5er oder halt 4-4 Haste spielen. Wir haben Skewer. Wir haben jetzt eine Menge Optionen. Das ist schon viel besser als vorher. Nur Sharkto Crab Angriff ist nicht richtig geil. Da der Gegner hier doppelt blocken kann, das gefällt mir nicht. Skewer, dann haben wir nur noch 3 Mana übrig. Das ist leider nicht genug, um irgendwas zu spielen. Gar nicht so einfach. 6 Mana, er kostet 7. Da sind wir auch nicht mehr so weit von entfernt. Das Problem ist, dass dieser Wrecker wieder enttappt. Der macht meine Blocks ja auch nicht unbedingt angenehmer. Also aggressiv wäre es jetzt hier einfach, sagen wir mal, den Rubbleslinger wegzuballern und anzugreifen. Aber wir vermuten ja noch einen Combat-Trick vom Gegner. Puh. Aber werden wir die Karten vom Gegner los, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob das hier die richtige Entscheidung ist. Aber ich habe mir gesagt, hey, Leute, ich möchte mit meinem Terramander angreifen, den kann ich nächste Runde pumpen, ich möchte mit meinem Sharkto Crab angreifen, der Gegner kann mich vielleicht für ein paar Schaden zurück angreifen, wir sind auf 15. Nach Möglichkeit wollen wir hier gerne unser Beatdown-Theater weitermachen. Und okay, der Gegner wird jetzt hier seinen günstigen Combat-Trick gegen meinen Sharkto Crab traden können. Das ist nicht klasse, aber der hat mir schon ein bisschen zusätzliches Value gebracht. Und der Gegner hat nicht mehr viel auf der Hand. Und wir haben noch so viele Fettis draußen, dass ich doch ganz zuversichtlich bin, dass wir hier den Gegner schlagen können. Aber es ist nicht, ist natürlich knapp. Terramander kein Problem. Burning Tree Vandal, okay, es wird ein bisschen unangenehm, aber wirklich mehr als 3 Schaden kann der Gegner so nächste Runde nicht machen. Und jetzt haben wir Titanic Brawl als Backup. Deswegen ich doch eindeutig auch empfehle, Renthorn hier als 5-5er zu spielen. Macht Titanic Brawl zu einem Ein-Mana-Spell. Das heißt, wir können hier auf irgendeinen Quatsch vom Gegner wieder reagieren. Komm hier mal Savage Smash oder so. Das wäre doch jetzt klasse, wa? Ich nehme hier 3, auch wenn es natürlich der Damage sehr relevant ist. Aber generell, wenn man denkt, man könnte es sich vielleicht leisten, sollte man das auch offen lassen. Eieieiei. 5 gegen 6 zu traden ist sehr blöd. Ist ohne ein Spell kann der Gegner ja auch nicht durchkommen. Die Frage ist, ob wir jetzt Saratalk ausspielen oder. Nee, wir greifen an. Hey. Wir sind noch nicht tot durch den Gegenangriff. Das hier ist eine extrem gute Position, um anzugreifen. Und wir können super mit dem Saratalk hinterher und der beide auf dem Board aufhält. Ich denke mal, wenn es so knapp ist, dann sollte man da nicht zu lange warten.
Es wäre jetzt schön, Fleet Mystic offen halten zu können, aber falls der Gegner nur ein Land zieht, haben wir da nichts getan. Und es ist natürlich ein Trollbred Guardian, der uns hier bestraft. Heftig bestraft, muss man sagen. Denn, wow, jetzt letzte Chance hier mit dem Rentorn durchzukommen. Ansonsten ist der Guardian einfach zu dick. Der Gegner sollte mit Vandal und Runner traden, da der Guardian alles aufhält. Okay. Denn ansonsten dominiert nämlich der Saratog das Board. Deswegen hier, wir wissen nicht, ob wir es schaffen, diesen 7-7er zu schlagen. Deswegen hier auf jeden Fall nicht den 2-for-1 nehmen. Auch wenn das ja normalerweise auch meine Tendenz wäre. So, wir sind auf dem Board vorne. So, Fred Mystic kann jetzt angreifen. Der Gegner kann 3 nehmen oder auch nicht. Der 4-4er sollte das Spiel beenden. Ja, genau. Entweder Doppelblock oder Trade und Jump. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Simic Haste. Tempo, Beatdown, hat den Pokal nach Hause geholt. Ja, hervorragend. Wirklich, das wäre wieder ein toller Draft. Ich, wie gesagt, es geht mir ganz häufig so, wenn ich Draft Nikalizno spiele. Ich denke mir hinterher, boah, war das ein geiler Draft. Naja. Naja, jeder hat eben so seine Vorzüge und bei mir scheint es Ravnica Allegiance zu sein. Nicht, dass die anderen Formate in letzter Zeit nicht auch klasse gewesen wären, aber. Ravnica Legions hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Die haben aber wieder ein tolles Deck gespielt, haben einen interessanten Draft gehabt, haben ein paar richtig klasse Matches gehabt, ein paar, die wir ziemlich schnell abgefertigt haben, aber auch auf jeden Fall interessantere zum Nachdenken, zum strategisch Spielen, haben die Siege eingefahren. Ich danke fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.